1971 war die Welt in Bewegung. Aber da bei uns war es, als würde sie stillstehen. Wir kämpfen für die Befreiung der Frauen. Ich fühle mich aber nicht unfrei. Aha. Wegen Frauen weniger als nicht für sie. Wie findest du, wenn ich wieder ein bisschen arbeiten würde? Ist dir das wichtiger als unsere Familie? Und ohne meine Zustimmung kannst du auch gar nicht. So ist das Gesetz. Frauen in der Politik, meine lieben Damen, ist schlichtweg gegen die göttliche Ordnung. Nein. Ich bin nämlich für das Frauenstimmrecht. Zum Glück ist Ihre Meinung nicht ausschlaggebend. Ich bin dabei. Dabei? Ich bin im Kampf. In Italien die Leute streiken, wenn sie was wollen. Wir müssen unsere Vaginas kennenlernen. The Eye of God. Was hat sie gesagt? Nichts, das ist etwas Blasphemisches. Also. Ich finde auch vieles ungerecht. Und ich mache nicht so einen Aufstand. Wenn das nicht aufhört, unternehmen wir etwas. Komm, hi! Ja, lange! Die Männer machen das Gesetz. Aber betroffen von dem Gesetz sind wir auch. Weil es eigentlich glasklar ist, wie himmelschreiend ungerecht da ist. Für wer darf ich reservieren? Für das lokale Aktionskomitee, für das Frauenstimmrecht. Das Weib hat in der Gemeinde zu schweigen. So steht es in der Bibel. Du sollst nicht Ehe brechen, steht auch in der Bibel.